100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Und mal zusammen, weiter geht's mit War Tales und wir kämpfen uns hier durch die Wälder und ich werde jetzt hier oben 3 Kämpfe absolvieren. Ich hoffe, das passt alles zeitlich, sonst wird ansonsten wird es halt eine etwas längere Folge. Und guck mal. Da haben wir auch schon den ersten. Gar nicht lang fackeln, direkt rein, ne? Ich hoffe mal, das Spiel hängt sie nicht wieder auf. Alle rüber. Nach dem Rasten haben wir 9 Punkte. Ne? Ist gar nicht mal so schlecht. Die anderen 4 könnte ich mir direkt durch Negen holen, wenn hier alle dicht beieinander stehen. Der Warhorse da oben hoch. Hier unten haben wir auch noch welche. Wer ist als erstes der Läufer? Ne? So, pass auf. Dann geht Bärbel nach vorne. Ist dazwischen, hier zwischen und so weiter und so fort. Bogenschütze da wieder hinter und Inkontinenzimitorus hier vorne wäre gar nicht schlecht. Tritt ist hier, Liegen ist da, Harkat ist hier. Dementia ist auch dort, da passt das auch. Ach, muss echt schon hier aus ran, ne? Okay, ich sag mal, Angriff ist die beste Verteidigung. Direkt ran da. Welche Reichweite ja mit ihren Wurfwaffen. So, ein Barbar haben wir jetzt hier auch, ne? Ulinot. Oh, warte mal. Jetzt hätte ich eine Idee. Schubst du die Gegner 2 Meter zurück, ne? Und wenn ich den jetzt hier runterschicke. Oder dorthin. Ich muss mal gucken. Vielleicht rennt er auch von sich aus da schon rein beim Liegen. Ja, ganz da unten runter. Locker. Anzug. Rema. Könnte eigentlich einen draufhauen. Oder Bär nochmal rauf. Oder ich warte irgendwie nochmal. So. Ja, Bärchen kann das ab. Bärchen kann das ab. So, Läufer am Zug. Hier links, jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant. Hier vorne mache ich nämlich gleich dicht, wenn das hinhaut. Stelle mich hier dann hin, nachdem ich da ein bisschen gepiekst habe. Und stabil. Matrit haben wir jetzt hier auch noch hinter. Der kann natürlich auch noch mit reinschießen. Und taktische Ordnung. Am Stehen. Sehr geil. Das gibt schon mal einen Punkt. Schlechter. Besser oder schlechter? Pferd. Das ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber ich möchte hier die Reichweite haben. Jawohl, so ein bisschen ran. Mir gerade die eigene gehauen, ne? Oder? Toll, nee. Barbar, so. Der rennt jetzt hier nämlich auch rein. Ja, hinter. Schießt auf den Blocker. Mit Glück wird das Crit auf die kurze Distanz. Ah. Ja, oder wenig abgeprallt, ne?
Wow! Was ist da los? Alter, geil. Nicht sterben. Losfallen. Zwei Punkte. Und weg. So, und dann kannst du hier runter. Und wenn da tatsächlich einer runterkommt und ihn angreift. Ah, dann würde ich direkt zwei Punkte kassieren da, ne? Und allgemein gar keine hier unten ran. Das ist gut. Das Schwein könnte rankommen. Schlechter Sandzug. Da muss ich jetzt mal schauen. Der wird nämlich wahrscheinlich hier unten beide schlagen wollen. Warten wir mal ab, die Runde. Gut. Irema. Ja, hier hinter. So, die anderen Punkte sparen wir uns jetzt erstmal. Ja, Mist rennt nach unten. Ein Schwein. Warte, kein Sprint dabei. So, der Eber hier rechts. Mal gespannt, der wird hier wahrscheinlich durchflitzen wollen. Und mal gucken. So, fliegt er jetzt? Ah, schade, der fliegt nicht hier rein. Okay, Plan B. Ist hier ein bisschen rüber. Ah, den da soll er nicht treffen. Noch einen rüber. Jetzt treffe ich tatsächlich nur drei Gegner, ne? Sehr gut. Sehr cool. Und auf die Rückseite. Ah, okay, das hat dann hier nicht viel gebracht. Ja, so, da wird es gleich nochmal spannend. So, hinten ran. Ja, lass ihn mal ruhig. Oder? Ah, genau, genau, genau. Ja, renn da mal rüber. Der rennt dann oben auch in den Radius rein. Sehr gut. Ha! Ach, direkt Fieber kassiert. Stimmt, das können wir ja noch machen. Direkt zwei Punkte. Wie viel Stärke hat der Bär? 61. Du hast nur 40. Du hast 22. Ah, ich weiß nicht. Ob die runterläuft oder nicht? Ich fahr hier hin. Dahin. Hier hoch. Und einen Speer schmeißen. Sehr geil. Okay, und dann gehst du mal wieder ein Stück weg. Geil, direkt rein da. Eine Portion extra Schaden. 20 Meter hier hoch und der Wolf rennt dann hoffentlich hier unten gleich rein. Yes. Sehr gut. Locker. Ja, der da, ne? So, okay. Irema. Auf die Rückseite. Umzingelt. Extra Schaden für ihn. Geil. Schlechter am Zug. Abflug. Ja.
Nein. Wo haben wir da noch zwei? Hier unten. Yes! Geil, direkt auch zwei rein da. Da haben wir noch den da, aber der trieb los. Es hier auf die Rückseite. Und dich reinstechen. Und den hier machen. Denn Tritt wir den rausschießen, wenn es klappt. Dann direkt. Und rutscht er? Yes. Kriegst du nämlich den nochmal von hinten mit. So, auf die Seite. Machst einen Schritt rückwärts. Ist den hier? Hier ist auch beiseite. So, dann rennt er wahrscheinlich da oben hoch. Sehr gut. So. Ab nach vorne. Breiten Schulter. Bogenschütze. Rolinon ist auch auf Distanz mit Speer. So. Akkad. Weg. Ja, der Bär. Weg. Auch weg. Und? Läuft aber nicht, okay. Ja, Berserker und Schuss. So, direkt alles einpacken und sofort. Oh, was ist da los? Irgendwie ein Lager untersuchen. Okay, ein bisschen Fleisch und sowas. So, direkt der nächste Kampf. Nur 6 Punkte, ne? Ach Gott, da hinten, da oben und so weiter haben wir auch noch. Ach du Güte, und da unten haben wir auch noch. Kommt erstmal alle hier oben hoch. Wilderer. Liegen muss diesmal tatsächlich irgendwie als letzter. Brauchen wir es hier vor? Ulinon. Ja. Irgendwie will meine Maus gerade nicht mehr so richtig. Schnapp dir den Bogenschützen. Gefällt mir echt geil, muss ich sagen. Übeltäter, ja, hier unten. Völlig egal, lass ihn. Auch weg. Geil, da rennen wir echt durch. Wenn ich Glück habe, erleide ich hier auch keinen Schaden, ne? Oder nur sehr, sehr wenig. Rüstungen sind ja ziemlich kaputt von meinen Leuten. Und der Übeltäter da unten kann mir auch gestohlen bleiben. Ach, come on. So knapp, ey. So knapp. Der überlebt das oder überlebt das nicht? Doch, der überlebt das. Nee, überlebt das nicht. Aber kann den hier blockieren.
So, Wilderanzug hier auf der rechten Seite. Geborener Sprinter. Dann nur noch 3 Punkte jetzt. Ganove, er hier ist jetzt gleich dran, ne? Das ist die Frage. 2 Runden. Und Messer nach oben? Reicht das? Reicht nicht, leider. Ziel. Du könntest den dann tatsächlich. Nee, kommt nicht ran. Muss auch nicht. Immer auch nicht. Tritt. Ja, komm, ist egal. Nicht vorbeischießen. Sehr gut. So, der Berchi verwickelt den hier in einen Kampf. Jetzt haben wir eigentlich, in Anführungsstrichen, nur noch die hier unten als wirkliche Gegner. Hoch, nein. Ich muss ihn ja auch nicht drankommen lassen. Ne? Ich kann das auch so machen. So, warum Berchi wehtun? Ach, scheiße. Warum Berchi wehtun, wenn ich es auch verhindern kann? Schießt er? Ne, schade. Echt nicht in Reichweite. Ne? Ganz, ganz knapp nicht in Reichweite. Richtig Glück gehabt hier. Der wird auch nicht rankommen. Aber der hier wird gleich rankommen. Okay. Obwohl, der rennt dem jetzt vor die Flinte, ne? Und die nimmt's ja. Okay, nach vorn. Stück zurück. Und stoppi. Sind nur noch die beiden, okay. Täter hier unten kann mir auch egal sein. So, okay. Punkte setzen auf 0, oder? Der Täter kommt nicht ran, zum Glück, ne? So, jetzt haben wir hier natürlich den Bären. Den können wir später da oben hochhetzen.
Du musst hier auf jeden Fall jetzt raus. Auch angezündet. Gut, der da oben ist dran. Ich habe aber keine Punkte mehr. Ne? Wie weit kann er? Bis da. Okay, dann gehen wir jetzt mal hoch auf den Bogenschützen. Hier oben rechts sammle ich mich gleich. Obwohl, muss ich noch mal gucken. Wilderer-Anzug. Ah ja, hier oben. Okay, der kriegt der ist jetzt aber auch gleich fertig. Yes. Sehr gut. Und? Sehr gut. Und da brauche ich eigentlich nicht mehr. Oh, das ist auch schon kaputt. Sammeln. Dazwischen und ansporen. Insla die Navi, okay. Der ist down. Nicht hoch, ne? Sehr gut. Ach, direkt mit der ersten Schlagfieber, ne? Toll. Wow. Der war richtig gut. Da oben brennt's, da will ich nicht hin. So, Übeltäter hier unten. Der ist gleich dran. Täter, der kommt aber hoch, ne? Ah, schade, der kommt hoch. Macht aber auch nichts. Ein bisschen Rüstung habe ich ja hier auf jeden Fall. Shit.
Übeltäter. Okay, der ist jetzt gleich direkt dran, ne? Man steht hoch. Krankheit. Hier neben. Heilen. Einen Schritt runter. Abstechen. Und den Stopper. Wieso brennt sie denn jetzt? Sehr geil. Hammer durch die Fresse. Nein. Karkas ab nach hinten und Rauchschleier. Sehr geil. 230, ey. Das wird auch immer krasser mittlerweile. So, wir sind jetzt voll, ne? Aber buchten uns dann noch rüber. Geld. Jetzt wieder ein Punkt. So, wir haben jetzt 1000, da kriegen wir, 900 haben wir. 300 müssen wir zahlen. Ein Level hoch, nee, ne? Handwerksmaterialien haben wir auch nicht. Das ist doof. Okay, wir speichern hier einmal, falls das Spiel sich wieder aufhängt oder so. Dann werden wir hier auch. Ui, über 8 freilassen. Bandit-Dieb hat sich hier verschanzt. Dass da irgendwie Verstärkung kommt, steht da jetzt nicht bei. Höhlenkampf, sehr gut. Aha. Yeah. Tritt kommt hier und schießt sie gleich durch. Achtung, Video, da sind auch ganz viele. Die müssen hier rüber. Wir auch. Gut. Bären auf zwei Seiten. Da ist Tritt. Tritt. Ups, sorry. Dorthin, Kontinentia, Demencia, Rausch mit Tritt. Wir haben keinerlei Punkte. Gut. Hier links können wir erstmal so ein bisschen beiseite lassen. Der hier ist jetzt direkt dran, ne? Guck mal, dann gehen wir doch mal mit Teddybärchen gleich an die Front. Na, hält so aus. Alles gut. Ja, die kommen auch alle nicht dran. Dann würde ich jetzt schon mit direkt Betritt hier irgendwie mal runter schießen. Ich muss mal kurz vergleichen, was diese Sternchen darüber bedeutet. So, hier, zack. Erfahren. Stärke schädliche Verfassung 20% erhöht und kann nicht gefangen genommen werden. Inkontinentia, Irema, Liberchi.
Dafür habe ich die Teddybären, um Schaden in das Wort abzufangen. Sehr gut in die Flanke. Der Wilderer ist jetzt am Zug hier unten. Wieder Bär. Da ist noch ein Übeltäter, ne? Okay, den holen wir uns mal von hier außen. Cool. Läufst du rein? Nee, leider nicht. Da sind sie wieder. Die Übeltäter am Zug. Am Zug. Ah, es ist Ziel. Du wirst hier auch rein. Sehr geil. Vielleicht noch so einer hinterher. Okay, Dementia, Rulinant, Vitos. Arcadstoros. Die ist hier zwischen. Den da. Wird der Damm stehen. Torus ist da, ne? Ich hab sie dem mal in den Nahkampf. Ah, triffst du jemanden? Nee. Hier da unten ist noch ein Wilderer. Die Menzia hat auch wieder Punkte und hier zwischen könnte sie, ne? Stramm stehen. Arcad, Torus. Ja, Torus. Harker kommt nicht ran. Guck mal, dass ich den jetzt verhaftet krieg. Seite. Arcad auf die Rückseite. Yes. Ja, ist auch völlig am Arsch der Welt. Bin noch nicht so richtig viel, ne? Die Axt muss verbessert werden und sie braucht sowas von mehr Stärke. Wer ist jetzt als nächstes? Idee. Da hinten ran, dann kriegst du selber eine gewatscht. Aber du könntest auf die Seite. Ah, verdammt, tot. Ich wollte ihn eigentlich nur massiv schwächen, aber nicht killen.
sammelt euch da rum. Visitoren. Ah, geht da auch hoch. Zu 16 nach der ersten Runde. Okay, Mobilität ist gleich dran hier auf der Ecke. Immer. Kommt nicht auf die Rückseite. Direkt 30, okay. Ja, den Kampf verwickeln. Ach, sehr geil. Direkt unerbittlich. Täteranzug. Ein Stück raus? Nein. Dann aber nach oben hoch. Muss er sich bewegen hier? Heil. Und Stopp. Ah, cool. Und durch das Nebelhöhe hat der Bogenschütze hier auch gerade noch einen mit weggekriegt. Sehr gut. Irema macht 13 bis 18 und der macht 34 in Abhängigkeit von der Rage. Deckel 30, 24. Ja, guck mal, könnte was sein, ja? Lebt noch, sehr gut. Den werden wir aufhaften. Start. Dann stopp ihn mir for you. Wilderer, da oben links, der ist dran. Cecile. Warte, kein Crit. Und hier auf die Seite und gleich markieren. 12 Meter, ne? Ich bin tatsächlich dahin. Aber dann werde ich zerhackt. Okay, Irema. Verhaftet den hier erstmal. Sehr cool. Warte. Aber die lassen wir alle rankommen. Gut, dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich die hier unten irgendwie gekillt kriege. Mit. Ah, ich, nee, doch da. Wer? Doch nur bis da. Bewegung verdoppelt. Muss ich ausprobieren, ob ich da ganz runterkomme. Tatsächlich. Ganz knapp davor stehen geblieben, du Schwein. Okay. Inspiration. Hol ihn noch. Dann komm ich gleich rein. Machst hier noch mal ein bisschen extra Schaden. Nee. 24 Meter. Ach Gott. Der ist gleich dran hier unten. Thank you.
lohnt nicht. Der Marotteur, der kommt gleich noch reingerannt hier, ne? Bis da sogar. Ist doof. Die 10 Meter. 12 Meter. Ich will den Wilder auf jeden Fall töten. Er lebt tatsächlich noch. Mit Lebenspunkt 1. 24 Meter. 14,5 hier hoch. Sehr cool. Hier ist auch gleich Pampelmuse da unten. Ganove? Nee, der wird noch. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, nee, der wird erstmal noch ein bisschen runtergehauen. Der Rest geht oben hoch. Ganove, Marotteur. So. Nicht töten. Nur schwächen. Liebt ihr das? Ja. Boris Harkas. Verhaftet. Ganz hoch. Meter, guck mal, 28. Ja, auf den Marodeur einstechen und Bogenschütze lege ich dann den Rest. Laufen oben rum, sehr gut. So, gleich ist der Übeltäter da oben dran. Mal, wen hatte sie eben angeschossen? Kann mir gerade nicht reinschauen, ne? Ah, ich glaube hier, Aurelia war es. Parken wir gleich enger beieinander. Da gerade nicht mehr raus. Wir haben noch Taurus hier auf der Ecke.
gerade auch gut gesessen. So, die Menzia kann da auch noch ganz hoch. Geil. Auch verhaftet. Super. Muss mal gucken, ob ich gleich noch genug Materialien habe, um mir so einen Pfahl nochmal zu bauen. Ich ist auch nicht schlimm. Und der kommt nur bis da, ne? Ich könnte jetzt natürlich mit Teddybär. Geborener Sprinter und Randa. Runter jetzt, naja. Okay, ziehen ihn erstmal hier oben hoch. So, Ganove. Ander. Kontinenzia, okay, die brauchen noch einen zweiten Punkt. Unser Pferd. Da. Reicht aber nicht mehr mit der Bewegungsreichweite. Kontinenzia. Das ist alles nicht mehr. Greifen jetzt hier an. Muss den vom Gift heilen, nicht dass er mir noch verreckt hier auf den letzten Metern. Killt komplett. Bin bis 13. Tritos.
Kann er nicht. Das ist schlecht. Nicht provozieren. Das ist ein bisschen schlecht gerade. Menzel kann provozieren. Ne? Okay, das machen wir nächste Runde noch. Kampf ist ja gleich zu Ende. So, ran. Und provozieren. So, der ist im Kampf. Vielleicht tatsächlich nicht. Ach, schade auch. Keine Fesseln mehr anscheinend. Gut, zack, zack, alles einpacken, alles behandeln. Rein in diese Höhle. Altes edorianisches Bergwerk. Ah, hier können wir noch ein bisschen abbauen. Jetzt grauer Klumpen und noch irgendwie andere Gedöns. Ach, verdammtes Ruckeln. Gefunden. Ups, der ist direkt ab. A2. Auch ab. Ah, irgendwo ist er doch hier. Verschnörkelter Schlüssel. Geschlagener Streitkolben des Gauners. Da muss ich mal um 50 Münzen. Da muss ich mal gucken, was ich das was ist ja. Wo ist sie denn? Da ist sie. Decke 10. Decke 16. Hartes Verhör. Okay, Viva hat ja diesen Streitkolben, den behält sie auch definitiv auch. Oha, Klamotten des Bauern. Du kannst tragen Schwere. Leicht, 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 leicht. Mittel. Mittel ist auch okay. Decke 7. Okay, alles klar. Ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß für dann. Bis gleich. Und ciao.